In Graz braut sich was zusammen. Der Kult um das Bier ist nichts Neues. Und so gut wie jeder kennt und liebt das Getränk in der Steiermark. So ist es kein Wunder, dass einige auch das Bierbrauen für sich entdeckt haben. Edwin Strobel ist einer dieser Selbstbrauer. Die Leidenschaft für Hopfen und Malz hegt er schon lange. Ausgelebt wird diese in seinem Gasthaus, dem Marienbräu, seinem Lebenswerk. Ich braue jetzt seit 12 Jahren in meinem Hause Bier. Warum ich das Ganze erlernt habe, ich wollte immer was entstehen lassen. Das war für mich immer ein wichtiges Thema. Learning by doing ist natürlich auch dieses Motto natürlich beim Bierbrauen, weil man lernt niemals aus. Grundsätzlich habe ich das Ganze schon einmal erlernt in Bayern vor 25 Jahren. Da habe ich einen sehr alten, aber guten, hervorragenden Bierbrauer über die Schulter schauen dürfen. Und so habe ich diese Liebe eigentlich nie mehr verloren. Und als ich diesen Betrieb dann 2002 übernommen habe von meinen Eltern, bin ich dann zum Bierbrauen gekommen und wollte immer mitten im Lokal Bier brauen. Also dieser Maischebottich ist keine Attrappe, das ist das Herzstück. Hier wird eben eingemeischt, hier wird das Wasser mit Gerste vermischt, aber alles andere passiert dann im Keller unten. Im Braukeller geht's dann ans Eingemachte. Bis zum fertigen Produkt ist einiges an Arbeit notwendig. Das Ergebnis kann sich dann aber sehen lassen. Eine Besonderheit des Marienbräu, die Spezialbiere. Neben den gewöhnlichen Sorten kreiert Edwin Strobel auch Biere nach Saison. Und ganz passend zur jetzigen Zeit sein rotes Faschingsbier. Wir machen circa 14 verschiedene Sorten im Jahr. Also wir haben 3 Grundsorten das ganze Jahr da. Und dann mache ich jedes Monat ein Spezialbier dazu. So ist es jetzt im Februar eben dieses Faschingsrote Bier. Das ist bestehend aus einem Melodolitin-Malz, einem roten Rübensaft, einem Pilsner-Gerste, einem Wiener Malz, ein bisschen Weizen drinnen. Und so entsteht dieses Naturprodukt eben aus einer Handbrauerei. Und das ist für uns Kleinbrauer natürlich sehr, sehr, sehr wichtig. Handgebraut und selbst gezapft. Das Faschingsbier zeigt sich im roten Gewand und präsentiert sich mit stolzer Krone. Prost!